Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum weiteren Video hier aus Dresden. Im vorhergehenden Video, vielleicht warst du dabei, ansonsten verlinke ich das gerne hier oben links in der Infobox. Da haben wir uns ja schon so über spirituelle Themen unterhalten im Rahmen unseres Online-Kurses, der da entsteht, aber auch über unsere spirituellen Wege, wie das Universum da so agiert. Und jetzt haben wir noch mal ein bisschen drüber philosophiert, dass es oder auf welche Art und Weise es dunkle, manipulative Energien gibt und wie es auf der anderen Seite das Licht gibt und wie diese Energien da irgendwo, ja, ich will jetzt nicht sagen, miteinander in Konflikt geraten. Mir fehlt da gerade ein bisschen der richtige Ausdruck. Und da haben wir gerade jetzt spontan gedacht, machen wir doch mal Kamera an und teilen mal unsere Gedanken mit euch. Ja. Also es geht da so um Themen wie Elektrosmog, wie Chemtrails und da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen ein paar Gedanken mit euch teilen. Ja. Und euch vielleicht auch dazu einladen, da mit dem Herzen mal vielleicht hinzulauschen, was da so aus uns herausfließt. Ja. Also ich habe ja in dem Clearing-Buch, denn die Namen des Lichtes bilden die Schatten, habe ich versucht, das mal so ein bisschen auch für mich auf den Punkt zu bringen und das ist ja auch auf große Resonanz gestoßen. Also meines Erachtens, das beschreiben auch die alten heiligen Schriften, ob Bibel oder die Veden, egal, die sagen, es gibt natürlich dunkle Kräfte und es gibt lichtvolle Kräfte. Dunkle Kräfte, die haben sehr viel was mit Manipulation zu tun. Und in den alten Schriften steht, dass sich das momentan auch ein Stück weit zuspitzt. Das kann ja jeder erfahren. Also der Informationsflut wird unglaublich groß, dass wir das überhaupt nicht mehr verarbeiten können und, und. Und meine Wahrnehmung, könnt ihr mal gucken, ob das für euch so passend ist. Meine Wahrnehmung ist, dass künstliche Strukturen auch geschaffen werden, also nicht nur über das Fernsehen oder über was auch immer, über Werbung, sondern künstliche Strukturen werden auch geschaffen im großen Maßstab global durch Chemtrails. Also wenn ihr mal diese sogenannten Kondensstreifen am Himmel, wo kreuzweise Flugzeuge fliegen und dann wird es mit Aluminiumpartikel, Aluminiumstaub und ähnlichem Schwermetall, wird da was abgedeckt, also es gibt dann manchmal gar nicht die Möglichkeit, blauen Himmel zu sehen. Und natürlich auch durch den Ausbau der Handystrahlen, durch Funkmasten und so weiter. Und wir tragen natürlich mit unseren Handys auch dazu bei, dass da Frequenzen geschaffen werden, die global über die Erde gehen. Und meine Wahrnehmung ist, dass wir unglaublich Unterstützung bekommen von Kräften aus der kosmischen Ebene, die Ausdruck sind von Licht und Liebe. Also wenn man das auf Erzengel-Ebene irgendwie mal sich anschaut, dann wäre das auf der einen Seite Erzengel Michael, also die Energie von Erzengel Michael, und auf der anderen Seite die Energie von dem sogenannten gefallenen Engel Luzifer. Also das würde das ein Stück weit mal so symbolisieren. Und jetzt, um auf dieser einfachen Ebene das mal runter zu brechen, würde es bedeuten, dass Luzifer oder die Energie, die damit verbunden ist, und die Menschen, die auch sich an Luzifer wenden, dass die ein Interesse haben, also zu verhindern, dass wir aus göttlicher Ebene, kosmischer Ebene und die Unterstützung kriegen. Ja? Und diese künstliche Ebene wäre dann zum Beispiel Chemtrails, wäre zum Beispiel Frequenzen, die über die Mobilfunkindustrie über die Erde gespannt wird. Und die Idee ist, dass wir eine Meditation, also Menschen, die sich mit dem Licht und der Liebe verbunden fühlen, dass wir eine Meditation, müssen wir mal gucken, in welchem Abstand, schaffen, wo wir mit der Kraft unseres Herzens, mit der Kraft unserer mentalen Ausrichtung und mit der Verbundenheit mit den höchsten göttlichen Energien von Licht und Liebe, dass wir Lichtkanäle produzieren sozusagen, ja, und dann aus unserem Herzchakra heraus, aus unserem göttlichen Kern heraus, schaffen wir diese Lichtkanäle und schaffen und erleichtern damit den göttlichen Dimensionen, die uns unterstützen, dass die Erde Heilung erfährt, dass wir Heilung erfahren, dass die Tiere und alle Heilung erfahren, dass die es leichter haben, diese heilenden Energien aus den göttlichen Ebenen auf die Erde zu bringen. Und
Und vielleicht könnte man jetzt sagen, also Gott könnte das ja auch so uns unterstützen, ja. Aber meine Wahrnehmung ist, dass das Göttliche möchte, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Mhm. Ja, weil wir sind hier auf der Erde, mhm. und wenn wir dann in der Lage, wenn wir dann unsere Größe annehmen, mhm. aus unserem göttlichen Kern heraus, mhm. ja, und dann können wir auch diese dunklen Kräfte, was künstliche Energien sind, können wir auch in die Schranken verweisen. Also es geht auch gar nicht darum, die jetzt zu bekämpfen. Ja, deshalb habe ich eben an dem Wort überlegt, das ist der falsche Ausdruck. Es geht nicht darum, dass das zu eine mit dem anderen kämpft. Genau. Nee, also es geht nicht, dass wir mit denen kämpfen, mhm. weil die Kampfesenergie ist ja deren Energie. Ja. Ja, also geht darum, aber wir müssen ja nicht kämpfen. Also wenn wir unsere Kraft annehmen, dann sind wir eh stärker. Ja, ja. Da brauchen wir nicht zu kämpfen. Aber wir bringen die Kraft, wir bringen das Licht, wir bringen die Liebe, wir bringen die Weisheit dann zu uns. Die ist ja in uns da. Wir öffnen uns dafür, mhm. für das, was da ist. Und dann schaffen wir Rahmenbedingungen, also in dem Fall einen Lichtkanal, mhm. Und verbinden uns dadurch auch mit göttlicher Energie, und die kann uns dann unterstützen hier, ja, auf der, klar. Erde. Das ist so die Idee. Und je mehr Menschen das dann eben auch machen, ja. je mehr Menschen, ich sag's jetzt mal, auf die Art und Weise sich dem Licht auch zuwenden, ja. umso mehr kann das Licht sich ja auch verbreiten. Ne? Ganz genau. Wenn ich einen Raum habe mit einer 25 Watt Birne und tausche die dann aus gegen eine 50 Watt Birne und letzten Endes mal noch 60 Watt und irgendwann 100 Watt, da ist ja dann nur noch Licht in diesem Raum, muss die Dunkelheit genau. ja verschwinden. Und genau. so sehe ich das jetzt hier auch ein bisschen. Ne? Genau. Und das passiert ja auch jetzt schon teilweise, dass also ganz viele Geschichten an die Öffentlichkeit kommen, mhm. ja, die früher wahrscheinlich nicht an die Öffentlichkeit kommen werden. Mhm. Also das heißt, es gibt schon so einen Transformationsprozess sowieso, aber wir können den unterstützen durch diese Meditation. Und da fände ich natürlich ist ganz toll, wenn da viele mitmachen und wir dann natürlich, je mehr mitmachen, desto kraftvoller ist das. Ne? Klar. Also ich verlinke euch deine Seite dann unten in der Infobox oder in dem Video, genau. und dann könnt ihr euch die Meditation downloaden, und ja, du kannst ja dann noch mit dem Datum versehen oder wie ganz auch genau. immer. Ich schreibe dann noch meine Rundmail auch und werde das nochmal genauer erklären in dieser Rundmail und auch sagen, wann wir das erste Mal starten. Ja, also uns geht es jetzt nicht darum, irgendwas zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern wir haben uns einfach hier drüber unterhalten, über das Thema Elektrosmog und über das Thema Chemtrails und Hab, und da könnte man ja jetzt ganz viele Dinge einfach ansprechen. Und es geht auch nicht darum, da das alles zu verteufeln. Ich meine, ohne diesen Segen von Internet, den wir jetzt haben, und ohne Handy, wir haben ja beide auch ein Handy inzwischen, schätzen wir ja auch ein Stück weit, dass wir auf diese Technik zurückgreifen können. Nur, man kann aber auch ein bisschen vielleicht bewusster... Also dann, Seite gelegt wieder. Aber. Ja. ja. Aber gut, wenn man um die Strahlung, wenn man sich mal, das ist mir auch bewusst, wenn man sich mal um diese Strahlung, Handystrahlung bewusst ist, das hat Dr. Rüdiger Dahlke mal gesagt, dann gibt es wirklich nur eines, Handy ausschalten und nie wieder anschalten. Das wäre die Konsequenz, das wäre wirklich die Konsequenz daraus. Ich für mich habe da so den Weg gefunden, auch das Handy viel auszuhaben und nur dann anzumachen, wenn ich der Auffassung bin, ich brauche es, und ich schätze das auch, wenn ich unterwegs bin, dass ich da einfach Zugriff auf verschiedene Dinge habe. Gerade ich jetzt so auf dem Weg oder mit dem Online-Business, Internet, alles, das ist ein totaler Segen, deshalb verteufel ich das nicht. Aber ich schaue, dass ich habe so das Gefühl, ich kann mich aber nichtsdestotrotz auch schützen. Also ich trage das Handy auch nicht direkt am Körper und solche Dinge und habe es direkt am Ohr. Aber ich denke eben auch, dass da auch der Glaube ein Stück weit mit dazu helfen kann. Wenn ich glaube, das Handy tut mir jetzt total was Schlechtes und hat einen total schlechten, negativen Einfluss auf mich, dann wird das so sein. Wenn ich aber glaube, ich kann mich davor schützen und die Strahlen, mein Immunsystem ist so gestärkt, dass diese Strahlen meinem Körper jetzt nichts antun können, ich glaube, da kann ich auch ein bisschen mich schützen vor dieser Handystrahlung. Und genauso mit den Chemtrails. Ja.
die tun mir nicht gut, ich merke das ja auch, aber ich glaube auch, wenn ich, ja, auch im Hinblick auf die Ernährung mein Immunsystem so stärke, dass ich dann auch wiederum weniger von diesen negativen Dingen aufnehme und mein Körper es vielleicht auch besser verarbeiten kann oder wie auch immer man das nennen möchte, dass das auch so ein Beitrag einfach ist. Ja. Ich meine, es gibt ja diese Geschichte Tschernobyl, ein Bauer, ganz unmittelbar in der Nähe genau. von Tschernobyl. Und dann wurden Bodenuntersuchungen gemacht und da war der Boden nicht belastet, was eigentlich gar nicht geht. Genau. Und dann ist er gefragt worden, was hat er gemacht? Er sagt, er segnet jeden Tag die genau. Erde, die er beackert, die er bearbeitet. Das ist jetzt die ganz hohe Schule. Ja. Also dass du ganz tief, aber dann nicht zu 95% Vertrauen hast, sondern 100% Vertrauen hast. Mhm. Und das ist ja auch, was du jetzt so geschildert hast, dass wenn ich mich beispielsweise mein Immunsystem stärke und wenn ich mich mit göttlicher Energie verbinde, dann kann mir im Grunde genommen keiner was. Ja. Ja? Und das ist ja auch, in die Richtung geht es ja auch, dass wir mit dieser Übung, dass diese spirituelle Kraft, die auf der Erde ist, dass wir die einfach dadurch auch stärken. Mhm. Ja? Also geht es mir, mich interessiert ja jetzt gar nicht diese Händestrahlung und so, also ich schütze mich natürlich auch, was du hast schon gesagt, also nicht direkt ans Ohr und so weiter, aber das andere ist noch viel wichtiger. Ne? Mhm. Das ist ja nur ein Beispiel für eine künstliche Frequenzen und ein Beispiel für göttliche Frequenzen, die wir in uns haben. Also alles in allem geht es uns einfach auch darum, mal darüber gesprochen zu haben. Genau. Und damit auch so ein paar Impulse zu setzen, mal bewusster mit vielen Dingen einfach umzugehen. Genau. Ne? Und ich werde eine Rundmail verschicken, auch nochmal, wo ich das nochmal so präziser erläutere und auch das Datum nenne, wann das immer stattfinden kann. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Okay. Ja, ihr Lieben, danke für euer Dabeisein. Und dann sagen wir nochmal Namaste. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.